Ja, wie kann man ein sinnvolles und vor allem funktionierendes Hilfenetzwerk gründen? Leute, zuerst mal muss ich euch ein Kompliment machen. Also in diesem Kanal sind fast nur kluge Leute. Ich komme gleich doch auf warum. Leute, die was erreichen wollen, die schlau werden wollen. Vielen Dank dafür, dass ihr mir treu haltet und Abonnenten bleibt. Warum ich das sage? Na, schaut mal hier. Ich habe mir mal was rausgesucht. Es gibt zum Beispiel YouTube-Kanäle. Die behandeln auch Mathe, Physik, Chemie und so weiter. Und ja, wenn die Ferien vorbei sind, ne, dann ist vorbei. Dann verlieren die massiv an Abonnenten. Das sind Abonnentenspalten. Ich möchte jetzt nicht diese Kollegen hier vorführen, deswegen lasse ich das mal einfach bei der Spalte. Aber naja, in Ferien passiert sowas, ne? Also das sind immer Leute, die sofort eine Lösung haben wollen, die hier auf diesen Kanälen nachgucken und dann kommen, dass die Ferien anbrechen, sind sie wieder weg. Naja gut, okay, solche gibt's auch. Das sind aber nicht die, die was wissen wollen. Das sind nicht die, die schlau werden wollen. Die sind nicht die, die fragen, warum, weshalb und wollen, weil die wollen nichts verstehen. Hauptsache, die kriegen sofort eine Antwort. Naja, ganz anders hier. Und jetzt nenne ich einen Namen, Professor Lovitschach. Ja, der Professor, eins meiner Vorbilder, absolut. Hier, guckt mal. Die letzten Tage, obwohl Ferien sind, ja gut, hier hat er mal drei verloren, drei Studenten. Oder auch Mathe-Schüler, Physik-Schüler. Oh, so ähnlich ist es bei mir auch. Also ich möchte jetzt hier nicht irgendwie angeben. Nicht so viele, um Gottes Willen. Aber jetzt guckt mal, wie viel hat der Professor an Abonnenten? Seit 2009. Er war eigentlich praktisch der Begründer der ganzen YouTube-Szene für Mathe und Co. Wirklich, tatsächlich. 2009 hat er angefangen. Könnt ihr ja mal auf seinem Kanal nachschauen. Er hat nur 75.000 Abonnenten. Aber davon rennt keiner weg. Ist ja verrückt, ne? Naja, bloß das mal nebenbei. Zurück zum Thema. Machen wir uns nichts vor. Es gibt sie also noch. Es gibt noch die Leute, die etwas wissen wollen. Es gibt auch die Leute noch, die anständig sind. Ja, aber sie werden immer seltener. Sie werden immer ausgedünnter. Im Ort oder in der Schule oder wo auch immer kennt man vielleicht ein, zwei, drei Leute, mit denen man sich gerne unterhält, die auch klug sind. Aber naja, man weiß aber nichts von den anderen, die es auch noch gibt. Jeder kennt jetzt Internetportale, YouTube-Kanäle, WhatsApp-Gruppen und es ist alles da, aber naja, vor allem die WhatsApp-Gruppen. Was passiert da? Ach, diese Gruppen, die werden im Allgemeinen überschwemmt von Blödsinn, von Mist, irgendwelchen Quatsch, nicht leer gegessene Teller oder eben doch gleich leer zu essende Teller, Katzenvideos und Co. Das sind keine Hilfe-Portale. Es gibt tatsächlich wirklich WhatsApp-Gruppen, die sich nur für Mathe und Co. und so weiter gegründet haben, aber im Allgemeinen sterben die ganz schnell. Sinnvoll vernetzt geht anders. Meistens sind es auch ganz große Gruppen. In der Netzwerktechnik sagt man zu solchen Anbindungen hier Buzz, also Bus, könnte man auch sagen. Und hier sind Leute angebunden, die, ja, die werden einfach so praktisch organisiert, dass wenn A eine Nachricht sendet, B, C, D und alle anderen hier drin auch sofort die Nachricht kriegen. Das ist das Prinzip einer WhatsApp-Gruppe, ne? Einmal reinposten, gleich an alle verteilen. Oder wenn ich so einen Broadcast mache, das wäre dasselbe Prinzip. Allerdings, Broadcasts funktionieren immer nur in eine Richtung. In diesem Fall kann auch D senden, C, E, B und A kriegen das auch. Und solche, jetzt kommt es, jetzt kommt der Trick. Solche kleinen Gruppen gründen, das macht den Spaß aus. Kleine Gruppen. Jetzt sagt ihr, wieso? Besser wäre doch, wenn wir viel mehr hätten. Richtig. Aber mehrere kleine haben folgenden Vorteil. Nehmen wir mal an, die blaue Gruppe hat sich gegründet und C zum Beispiel kennt einen weiteren, der allerdings ein bisschen weiter weg ist. So eine Art Freundeskreis kennt einen anderen Freundeskreis. Wenn C jetzt L zum Beispiel mit in diese Gruppe hineinnimmt, beziehungsweise L den C in seine Gruppe, ist ganz einfach, könnt ihr alle selber. Und zum Beispiel M zu F oder G oder was auch immer und umgekehrt und I zu D oder wie die alle heißen oder P meinte ich hier wohl und R zu U und T zu was weiß ich, vollkommen egal. Was passiert dann? Wir senden jetzt mal, in der Netzwerktechnik sagt man dazu einen Ping. Der Ping, der sieht so aus. Ich nehme mal einen hellgrün. A sendet etwas in seine Gruppe. Sofort erhalten es die auch. C erhält es auch. C leitet, das muss er aktiv machen,
diesen Ping weiter. Wenn das kein Ping war, sondern ein Katzenvideo, wird keiner das weiterleiten. Der entsprechend empfängt den und sofort hat es die ganze Gruppe. M leitet weiter und so weiter und so fort. Jetzt sind aber die Gruppen nicht unbedingt so hier aufgeteilt, sondern man kann sich das alles noch weiter verzweigen. Und schon haben wir das Prinzip erreicht, was wir eigentlich wollten. Ja, wir haben es bereits probiert, es funktioniert tatsächlich. Stellt euch das mal bei Erwachsenen vor, zum Beispiel. Also jetzt nicht bei Schülern, die sich gegenseitig irgendwelche Fachfragen stellen, sondern bei Erwachsenen. Beispiel, Mr. P, ja, sendet keinen Ping, sondern sendet ein Hilfesignal. Leute, ich bin gerade rausgeflogen, pleite Firma pleite oder der Chef kann mir nicht leiden, was weiß ich. Da die einander alle vertrauen und sich alle gut leiden können, die Gruppe sich gegenseitig kennt, diese auch, und jeder immer das Nachbarmitglied auch mitkennt und dem vertraut, sagt doch diese Gruppe, okay, wir wissen's, ich leite es auch weiter. Und die anderen haben die verdammte Pflicht und Schuldigkeit, das auch zu tun. Und automatisch, irgendwann ist einer dabei, der sagt, ja, bei uns brauchen sie gerade einen. Ich stelle mal die Verbindung her. Schon haben wir es erreicht. Man lebt einfach sicherer. Man hat dann nicht mehr so viel Angst vor Jobverlust zum Beispiel. Das wäre jetzt im Berufsleben, ne, zum Beispiel. Und genauso kann es dann in der Schule auch funktionieren. Und wie gesagt, haltet einfach die Gruppen sauber, macht keinen Quatsch. Ich habe nochmal aufgeschrieben, was nötig ist, damit das dann wirklich funktioniert. Ich werde es jetzt nicht alles vorlesen, aber doch, ich mache es vielleicht doch für die, die jetzt nicht drauf gucken können, die ein Handy haben, die es nicht lesen können, weil es zu klein ist. Besprecht also diesen Vorschlag und gründet solche kleinen WhatsApp-Gruppen, vielleicht maximal 10 Leute. Also bei uns haben sich 5 bis 8 bewährte. Benennt sie mit Hilfe für uns oder Mathehilfe, Physikhilfe, Chemiehilfe, was weiß ich, oder Berufshilfe oder sonst was. Haltet sie von allen anderen Nachrichten sauber. Ihr braucht keinen Admin. Einer ist automatisch ein Administrator. Aber der Administrator, der sollte das halt machen. Und Leute verwarnen und sagen, hört auf mit dem Quatsch. Ihr wisst doch, das ist wichtig, was wir hier machen. Haltet die Nachrichten kurz. Ausführlich nachfragen kann man immer, wenn man helfen möchte. Schaut einmal am Tag hinein. Und sendet einmal in der Woche einen Ping zur Probe, ob die Verbindungen noch funktionieren. Falls jemand sein Handy irgendwie verloren hat oder weiß der Kuckuck was und solche Sachen. Teilt und verbreitet vor allem die Hilfegesuche und helft euch damit gegenseitig. Leute, wir sind so viele. Viel mehr als wir glauben. Es wäre doch gelacht, wenn wir uns nicht verbünden könnten. Ich wünsche euch alles Gute.